Gamescom 2014, wir sind hier am Stand von Daedalic Entertainment und haben uns gerade das Spiel The Devil's Men näher angeschaut. Ja, das Spiel spielt in einer fiktiven Steampunk-Welt, zur Zeit etwa unseres 19. Jahrhunderts. Und in diesem Spiel geht es um eine Detektivtochter, die einen Kriminalfall lösen muss. Allerdings gibt es auch einen parallelen Handlungsstrang mit einer kriminellen Gaunerin, die ihr da immer wieder über die Wege kreuzt und auch ihre Pläne durchkreuzt. Das Spiel lebt praktisch von Rätseln. Man muss im Prinzip weiterkommen, indem man Rätsel löst. Es ist ein Point-and-Click-Adventure. Außerdem gibt es viele Entscheidungen, die man treffen muss. Teilweise Entscheidungen, die keinen Einfluss auf die Handlung haben oder kaum Einfluss. Aber es gibt auch Entscheidungen, die Einfluss auf die gesamte Handlung oder sogar das Ende haben können. Immer wieder wird der Spieler neu herausgefordert. Das wird vor allem auch noch dadurch erschwert, dass manche Charaktere einem die Entscheidungen durch Provokation noch schwerer machen, wodurch der Spieler also wirklich tatsächlich gefordert ist. Das Spiel ist in 2D-Grafik gehalten, hat aber einige 3D-Elemente, wodurch der typische Stil von Daedalic Entertainment erhalten bleibt. Ja, also mir persönlich hat das Spiel wirklich sehr gefallen und ich glaube auch jeder Anhänger von Point-and-Click-Adventures, dem wird das sehr gefallen. Ja, das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ja einen blauen Daumen hoch geben. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ansonsten würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.